dann gucken wir mal, wo die nächste gute Dame zu retten ist. Wir waren viel zu lange im Pavillon. Mann, überhaupt nicht. Echt jetzt, Junge. So. Wo gibt's noch was zu tun? Da haben wir erst eine Person gerettet. Wir kommen nur dann ins Königreich zurück, wenn wir das Elixier finden. Wir müssen durch ein Tor hindurchgehen und dann fliegen. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft, Leute. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Wir müssen Twyla und die Prinzessinnen auf den Wasserterrassen suchen. Wenn du dich auf einem der Wege befindest, benutze die Pfeiltasten und die Leertaste, damit Genevieve an den Hindernissen vorbeikommt. Ich kenne das. Twyla und die übrigen Prinzessinnen müssen hier irgendwo sein. Du kannst aufhören zu reden. Wegesrand suchen. Denk daran, nach den Schlüsseln Ausschau zu halten. Mach ich immer. Oh, oh, Brutus ist gleich hier. Das rieche ich. Ja, hat Brutus... Dieser riecht zu Prima Ballerina. Haben wir Prima Ballerina schon? Ich weiß es nicht. Prima Ballerina. Ah, Prima Ballerina. Hört sich gut an. Na? Oh, oh. Wir müssen weg hier. Versuch mal mit der Leertaste. Ah, jetzt stellt sich gerade das Kätzchen vor den Bildschirm. Weiter ich glaube, so. Das ist Protest. Das klappt doch prima. Das sieht mich nicht. So haben wir das Elixier bald gefunden. Upsi. Probieren wir es weiter. Ja. Ist aber auch wirklich schwer, das Spiel. Ich glaube, hier waren wir schon. Kann das sein? Ich wette, hier waren wir schon. Den ganzen Scheißweg müssen wir wieder zurück. Und hepp. Guck mal, die Schwäne. Wie elegant sie sind. Und, waren wir hier schon? Waren wir denn hier schon? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir hier schon waren, Leute. Dieser Weg führt zu mein großes Feuerwerk. Oh ja, mein großes Feuerwerk. Da waren wir noch nicht. Wir müssen das Elixier finden. Komm, weiter! Dieser Weg führt zu mein großes Feuerwerk. Auch fies, oder? Dann stürze ich hier ab. Ey! Ey! Ich wollte mir doch nur ein bisschen Wasser unter das Röckchen spülen lassen. Wenn wir alle Prinzessinnen gefunden haben, können wir ihre Handschuhe verzaubern. Guter Sprung! Hepp. Das klappt doch gut! Das klappt ja ganz und gar ausgezeichnet, junge Frau. Dieser Weg führt zu Prima Ballerina. Hä? Ich dachte, mein tolles Feuerwerk oder sowas. Na, gehen wir mal hier rein. Komm, gehen wir zu der Zaubermünze. Dort wartet bestimmt eine Aufgabe auf uns. Ah. Prima Ballerina. Das ging aber schnell jetzt. Ob wir wohl mit diesem Springbrunnen eine Prinzessin finden? Sicher. Machen wir eine Springbrunnenshow. Vielleicht kommt eine Prinzessin, um sie sich anzusehen. Stimmt. Um meine Springbrunnen-Show zu spielen, klicke mit der Maus eines der Felder an. Jedes Mal, wenn du ein Feld anklickst, erscheint ein anderer Springbrunnen. Klicke die Felder so lange an, bis du deine Springbrunnen-Show zusammengestellt hast. Ach, meine wenn du einige Felder ausgewählt hast, klicke auf das Vorschau-Symbol, um dir deine Show kurz anzusehen. Wenn dir deine Vorschau gefällt, klicke den Stern an, um dir deine Springbrunnen-Show ganz anzusehen. Ja, du kannst jederzeit das Stopp-Symbol anklicken und deine Show verändern, so oft du möchtest. Ja, ja. Was denn für ein Symbol? Wo ist denn hier ein Symbol? Machen wir weiter mit der Show. Es gibt noch viel zu tun. So. Sorry. Und los geht's. Vorschau der Show. Geben wir uns mal ganz viel Mühe. Oh nein, wow, ist das schön. Das ist eine tolle Springbrunnenshow. Frag mich, warum da buntes Wasser rauskommt. Womit haben die das Wasser versetzt? Das ist ja nicht gerade sehr umweltbewusst, muss ich sagen. Sind wir soweit? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt kommt wieder dasselbe Gelaber wie immer. Hadley, hast du Lacys Elixierfläschchen gefunden? Hadley. Ich habe es nirgendwo gefunden, Genevieve. Und Hadley. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Derek und ich haben endlich die magische Flöte. Wenn wir zurück zum Pavillon gehen, kann Derek mit der Flöte deine Tanzschuhe verzaubern.
Wir müssen nämlich unbedingt für unsere Rückkehr ins Königreich üben. Aber meine Schuhe sind zertanzt. Oh nein. Wir müssen sie irgendwie reparieren. Wie die aussehen. Nein, das ist ja nicht zu glauben. Vielleicht können wir ja deine Edelsteine benutzen, um sie wieder schön zu machen. Vielleicht klappt es damit, Genevieve. Boah, die gruseligen Augen. Los, versuchen wir es mal. Wir müssen das Elixier unbedingt finden. Jetzt krieg ich Albträume. Um eine Prinzessin zum großen Pavillon zu bringen, musst du ihr den passenden Edelstein anheften. Na komm schon. Dazu musst du einen Edelstein anklicken. Das ist ja nicht so schwer jetzt. Zu der Prinzessin bringen, zu der er gehört. Klicke dann auf die Brosche, um zu sehen, ob er passt. Wir müssen zurück ins Königreich finden. Mein Gott, warum spiele ich das? Um den Tanzstar mit der Prinzessin zu spielen, musst du mit der Maus die Felder rechts und links am Bildschirm anklicken. Unser Kurzzeitgedächtnis funktioniert schon ein bisschen besser. Klicke so lange weiter, bis du alle Hästchen unten auf dem Bildschirm ausgefüllt hast. Oh, ich spüre wieder den Rhythmus in mir. Um einen Tanz zusammenzustellen. Wenn du eine Auswahl getroffen hast, klicke auf das Vorschau-Symbol, um dir deinen Tanz soweit anzusehen. Wenn dir deine Zusammenstellung gefällt, klicke auf den Stern, um dir deinen fertigen Tanz anzusehen. Kann man ja die Wäsche machen, während hier die Sachen erklärt werden. Kannst du deinen Tanzstar-Tanz so oft du willst ändern, bis er dir gefällt. Jawohl, endlich, so komm. Das wird ein ganz super schöner Tanz. Bon. Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Total super, sieht voll klasse aus. Da lacht dich bestimmt keiner wegen aus. Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Ja, die Putztanzfigur ist die beste. Mal ein bisschen den Macho rausnehmen lassen. Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Super. Eine fantastische Tanzfigur. Kick that ass. Noch was Cooles. Gute Idee. Oh ja. Eine tolle Tanzfigur. Das ist meine Lieblingstanzfigur. Können wir loslegen, Mädchen? Ba-da-ba-ba. Alles die gleiche Musik. Ich tanze ebenfalls wie meine Freundin mit zwei Beinen und zwei Armen. Oh yeah, ich bin noch jung und unverdorben. Doch bald wird mir der König seine Flöte zeigen. Nein, Quatsch, Derek war's. Die Flöte von Derek. Damit können wir angeblich etwas Tolles tun. Seltsam. Was mag das wohl sein? Egal. Ich tanze einfach weiter, weil es mir so viel Spaß macht. Ich tanze die Sorgen weg. Was für ein wundervoller Tanz. Ich freue mich ja so aufs Königreich. Das hat dir wohl ziemlich viel Spaß gemacht, Hedley. Ja, das stimmt, Genevieve. Ich freue mich so darauf, zu Vater ins Königreich zurückzukehren. Sie sagt sogar Genevieve. Derek meint, dass die Magie der Flöte jedes Mal stärker wird, wenn er ein paar Tanzschuhe mit ihr verzaubert. Derek ist schon lausblieb. Ich glaube, wenn wir alle Schuhe verzaubert seiner Flöte haben, finden wir den Weg zurück ins Königreich. Dann muss ich das Elixier und alle Prinzessinnen finden. Beeilen wir uns, Twyla. Also unter los, uns. Komm. Der Derek will eine riesige Gangbang-Party veranstalten mit seiner Flöte. Naja, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, das Thema. Gucken wir lieber, wo der nächste Kristall ist. Hier vielleicht? Suchen wir lieber hinter den Toren. Wir müssen das Elixier finden. Dieses Tor führt uns zu den Kristallflüssen. Ach genau, da können wir erst zum Schluss nochmal hin. Sorry. Wir kommen nur dann ins Königreich zurück, wenn wir das Elixier finden. Wir müssen durch ein Tor hindurchgehen und so, dann hier waren wir nämlich gerade noch. Und das heißt, hier gibt es noch eine. Oh, es wird nicht nochmal erklärt. Ja, das ist ja traumhaft. Ah, pass auf, da ist Brutus! Pass auf, da ist Brutus! Dieser Weg führt zu Zaubermücken. Zaubermücken? Nee, das kenne ich noch nicht. Klingt schon mal diese gut. Diese Plattform bringt uns nach oben. Diese Plattform bringt uns nach oben. Auf die Mauer drauf. Huch! Es ist wirklich schön hier. Oh ja. Gut, dass du es nochmal sagst. Sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Damit auch jedes Kind weiß, das nennt sich schön. Suchen wir weiter. Wir finden das Elixier bestimmt. Oh, diese Kamera. So. Hey, komm schon, Baby. Komm schon.
So. Puh. Plattform bringt uns nach oben. Gehen wir zu der Zaubermünze. Da könnte eine Prinzessin auf uns warten. Oh, komm schon. Komm, Baby. Was machst du? Das Wasser hier ist kristallklar. Und so schön. So ein schönes Wasser. Pass auf, da ist Brutus. Pass auf, da ist Brutus. Wack. Ah. Endlich geschafft, das war anstrengend. Wir können einen Edelstein bekommen, wenn wir der Zaubernote helfen, den Wasserfall hinaufzuschweben. Die Zaubernote soll den Wasserfall hinaufschweben. Kann eine Prinzessin mit diesem Edelstein ihre Schuhe verzaubern. Wahrscheinlich nicht. Eine Zaubernote ist in den Wasserfall hinabgestürzt. Oh nein! Und dies wird wieder nach oben gebracht werden. Schiebe die Wasserblase mit deiner Maus unter die Zaubernote und schubse sie damit nach oben. Unterwegs musst du die Wasseredelsteine sammeln. Sammle so viele du kannst, dann hörst du eine schöne Melodie, wenn du oben am Wasserfall angekommen bist. Endlich mal Musik. Ist das die Musik? Soll das die Note sein? Hä? Sehr gut. Wir haben eine Zaubernote. Ach so. Sehr gut. Wir haben eine Zaubernote. Na ja. Mach weiter. Wir werden blitzschnell oben am Wasser sein. Hallo, ich hab's doch berührt. Sehr gut. Wir haben eine Zaubernote. Hab ich schon gesehen. Also bei diesem Spiel zu verlieren ist, glaube ich, unmöglich. Das machst du fantastisch. Ich meine, es ist ja ein Mädchenspiel, ne? Ah, guck mal, wie es da wunderbar animiert rauskommt. Alles geht so schön langsam. Sehr gut. So schön gemächlich. Wir haben eine Zaubernote. Super. Da entsteht einfach kein Stress. Und wegen Ego-Shooter und Hektik und so. Nein. Hier kommt es auf die Ruhe an. Gut gemacht. Wir sind oben am Wasserfall. Jawohl. Isla, hast du vielleicht Lacys Elixierfläschchen gefunden? Isla? Was ist das denn für ein Name? Leider nein, Junior. Ich habe alles abgesucht und jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ach, scheiße. Derek und ich haben die magische Flöte gefunden. Wenn wir zurück zum Pavillon gehen, kann Derek mit der Flöte deine Tanzschuhe verzaubern. Damit wir für unsere Rückkehr ins Königreich üben können. Ich finde, das Spiel ist nicht jugendfrei. Aber meine Schuhe sind zertanzt. Wir müssen sie unbedingt reparieren, damit Derek sie mit der magischen Flöte verzaubern kann. Die tanzen den ganzen Tag wie die Bekloppten und zertanzen sich ihre Scheißschuhe. Vielleicht können wir ja deinen Edelstein benutzen, um sie wieder schön zu machen. Gut, Genevieve, versuchen wir es mal. Wir müssen zurück ins Königreich. Um eine Prinzessin zum großen Pavillon zu bringen, guck mal, noch zwei. Und das ist Barbie. Bald habe ich es geschafft. Dazu musst du einen Edelstein anklicken, weil ich so schwul bin. Bringen, zu der er gehört. Klicke dann auf die Brosche, um zu sehen, ob er passt. Üben wir unsere Tanzfigur. Komisch, ist ausgerechnet das Bild von der jeweiligen Prinzessin. Um Tanzstar mit der Prinzessin zu spielen, musst du ich mit der gar nicht dazu, die was zu sagen. Ich erinnere mich. Bildschirm anklicken, dann tanzt sie eine Figur. Klicke so lange weiter, bis du alle Kästchen auf dem Bildschirm ausgefüllt hast, um einen Tanz zusammenzustellen. Wenn du eine Auswahl getroffen hast, klicke auf das Vorschau-Symbol, um dir deinen Tanz soweit anzusehen. Wenn dir deine Zusammenstellung gefällt, klicke auf den Stern, um dir deinen fertigen Tanz anzusehen. Wenn du das Stopp-Symbol anklickst, kannst du deinen Tanzstar-Tanz so oft du willst ändern, bis er dir gefällt. Puh! Toll gemacht! Das wird ein ganz wunderschöner Tanz. Oh Gott, das sieht ja gefährlich aus. Das haben wir noch im Angebot. Das wird ein ganz super schöner Tanz. Sieht super elegant aus. Gelernt ist gelernt. Eine fantastische Tanzfigur. Wäre schön, wenn jetzt gleich mal ein anderes Lied käme. Das wird ein ganz super schöner Tanz. Ah, das würde die Putzbewegung. Super. Eine fantastische Tanzfigur. Herrlich animiert. Das wird ein ganz super schöner Tanz.
Und auf geht's. Oh, andere Musik. Da kann ich die Melodie noch nicht. Ba-bau, ba-bau. Ey, ich bin die coole Braut von nebenan. Ich tanze hier einfach vor mich hin. In der Hoffnung, Gisela zu töten. Heißt die überhaupt Gisela? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich sie zertanzen mit meinen Tanzschuhen und mit der Flöte von diesem komischen Typ. Mit dieser starren Mimik. Yeah! Mein Gott! Mein Gott! Oh yes! I'm Was Dancer. Für ein wundervoller Queen. Tanz! Ich freue mich ja so aufs Königreich. Ich mich auch, aber das habe ich schon mal gesagt. Beim Tanzen siehst du so glücklich aus, Gisela. Oh, was Neues? Ach, könnten wir nur ins Königreich zurück, dann könnten wir Vater vortanzen. Sobald wir das Zauberelixier gefunden haben, Gisela, können wir zurückkehren. Und sobald ich alle Tanzschuhe verzaubert habe, finden wir auch einen Weg dorthin. Magische Flöte! Magische Flöte! Jedes Mal, wenn ich die Tanzschuhe mit der Flöte verzaubere, scheint ihre Magie stärker zu werden. Sie führt uns ganz bestimmt nach Hause zurück. Hoffentlich, Genevieve. Wir haben große Angst um Vater. Wir müssen das Elixier finden, damit er gesund wird, Gisela. Los, Twyla. Komm mit!